Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darina und ich baue heute ein Schlüsselbrett. Seit unserem Einzug von vor 2 Jahren wollen wir genau hier ein Schlüsselkasten bzw. ein Schlüsselbrett aufhängen. Aber wir wollten keins kaufen, sondern eins selber machen. Nun sind 2 Jahre rum und wir haben immer noch keins. Darum habe ich jetzt gedacht, ich nehme das mal in die Hand und mach einfach mal mit möglichst wenig Materialien und hoffentlich auch kostengünstig. Wir werden sehen, ob ich es schaffe. Viel Spaß bei diesem Video. Am Ende des Videos zeige ich euch noch eine Gegenüberstellung, was am Ende günstiger ist, selber bauen oder kaufen. Also bleibt bis zum Ende dran. Als erstes verwende ich einen Bilderrahmen von IKEA, den ich erst einmal auspacke. Jetzt zeichne ich auf einer der kurzen Seiten 7 Punkte auf. Ich habe vom Rand 2,5 cm freigelassen und zwischen jedem weiteren Punkt 3 cm. Diese Punkte habe ich angezeichnet, um jetzt genau an den Stellen diese Schraubhaken in den Bilderrahmen zu drehen. Am besten bohrt ihr vorher an den Stellen mit einem etwas kleineren Bohrer die Löcher vor. Ich habe leider zu Hause keinen passenden Bohrer, weshalb ich die Stellen nur mit einem Nagel und einem Hammer angepunktet habe. Wenn ihr das nachmacht und merkt, dass die Haken irgendwann richtig schwer nur noch reingehen, nehmt ruhig eine Zange zu Hilfe. Aber passt auf, wenn ihr genauso wie ich einen beschichteten Haken habt, legt irgendwas dazwischen, damit keine Kratzer in die Haken kommen. Wenn ihr die Löcher genauso wenig vorbohrt wie ich, dann müsst ihr damit leben, dass das Holz ein bisschen hochkommt. Ich finde es persönlich nicht so schlimm. Wenn es aufgehangen ist, sieht es auch kaum einer. Nachdem die Haken eingeschraubt sind, entferne ich die Rückseite vom Bilderrahmen, nehme das Papier raus und entferne die Schutzfolie vom Glas. Jetzt nur noch ein Bild rein, alles wieder zusammenbauen und aufhängen. Als Deko habe ich noch von IKEA 2 Plastikpflanzen reingestellt. Hat es sich denn jetzt auch preislich gelohnt? Das zeige ich euch jetzt. Für mich hat es auf jeden Fall sich gelohnt. Ich liebe das Bauen, ich liebe das Basteln. Und wie schön ist es denn, wenn man was Eigenes in seinem Haus, in seiner Wohnung hat, was kein anderer hat. Am teuersten war der Bilderrahmen mit 5,99 Euro. Darauf folgten die Plastikpflanzen mit 3,99 Euro. Und der Rest waren die 7 Haken mit 3,92 Euro. Das macht eine Summe von 13,90 Euro. Nach meinen Recherchen kann ein Schlüsselbrett von 9 Euro bis hin zu 40 Euro kosten. Wenn man jetzt von einem durchschnittlichen Schlüsselbrettpreis von ca. 24 Euro ausgeht, dann hat sich meiner Meinung nach der DIY-Schlüsselbrett auf jeden Fall gelohnt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.